du da bist. Ich setze mich mal wieder hier so hin. Das war ganz gemütlich letzte Woche. Sag mal, wusstest du, dass wir heute zum letzten Mal Kindergottesdienst vor den Ferien machen? Ich finde das echt ein bisschen schade. Das macht nämlich echt Spaß mit dir zusammen. Ja, das finde ich auch. Mir macht's auch Spaß. Aber es ist ja auch nicht ganz das letzte Mal überhaupt vom Kindergottesdienst. Nur online wahrscheinlich. Und dann, wenn die Ferien vorbei sind und wenn dieses doofe Corona ein bisschen weiter weg ist, dann können wir wieder richtig Kindergottesdienst feiern. Oh, das wäre ja noch viel, viel besser. Ich mag nämlich das Wort Corona schon gar nicht mehr hören. Immer nur Corona. Ich würde viel, viel lieber hüpfen, hopsen, springen mit allen Kindern zusammen. Aber das wäre so super. Meinst du, dass die Kinder, dass die hierher kommen können, zu uns ins Gemeindehaus? Oh ja, das will ich doch stark hoffen. Ganz bestimmt wollen die Kinder dich ja auch persönlich kennenlernen. Und nicht nur immer auf dem Fernseher oder auf dem Computer. Im Original bist du doch viel besser, Piet. Ah, das stimmt natürlich. Aber Anna, du natürlich auch. Das macht echt Spaß, mit dir Kindergottesdienst zu machen. Weißt du, Piet, heute bekommen wir Besuch. Echt? Ja, da hat sich jemand angemeldet. Das ist nämlich eine Maus. Die Maus hat aber erst gefragt, ob du sie auffressen würdest. Frisst du Mäuse? Ich könnte ja mal probieren. Nee, Spaß. Ich mag keine Mäuse. Ich esse doch nur Pflanzen. Das ist gut. Am liebsten übrigens Erdnüsse. Also die Maus kann ruhig kommen. Wunderbar. Die Maus heißt Uli und ich würde sagen, wir rufen sie einfach mal. Dann kommt sie bestimmt, ja? Oh ja. Uli, du Uli, kannst kommen. Uli, komm. Rein spazieren. Hey, hey, hey. Hallo. Hallo. Hallo, Uli. Schön, dich zu sehen. Uli, es ist einfach spitze, dass du da bist. Ich glaube, wir singen dir erstmal dieses Lied. Habt ihr Bock? Oh ja! Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Lass uns klatschen. Einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns klatschen. Einfach spitze, lasst uns klatschen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und hüpfen. Einfach spitze, lasst uns hüpfen. Einfach spitze, lasst uns hüpfen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns hüpfen. Einfach spitze, lasst uns hüpfen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns tanzen. Einfach spitze, lasst uns tanzen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns tanzen. Einfach spitze, lasst uns tanzen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Ja, okay, das ist ja interessant, Uli. Aber jetzt,
Also wir haben ja einen Kindergottesdienst und da hören wir immer Bibelgeschichten und nicht solche Mäusegeschichten. Warte mal ab, das kommt ja noch. Und dann wirst du merken, dass das durchaus was mit dem Kindergottesdienst zu tun hat. Also mein Vetter, ne, der war auf diesem großen Schiff und der hat sich dann richtig kugelrund gefressen. Und dann hat er sich schlafen gelegt. Das waren noch ein paar andere Kumpel von ihm, die hatten den Bauch auch so voll. Und andere hatten sie, alle hatten sie einen wunderbaren Schnarchchor. Und dann mitten in der Nacht, hui, da wurde ihnen plötzlich ganz übel. Das Schiff schaukelte und schaukelte. Es war nämlich ein ganz schlimmer Sturm aufgekommen. Und wisst ihr, was mein Vetter dann gemacht hat? Der musste sich übergeben. So einen Sturm hatte er noch nie erlebt. Und er dachte, jetzt geht das Schiff gleich unter. Ein Schiff geht unter mit Mann und Maus. Ja, und die ist ja gut. Aber was hat das denn jetzt mit der Bibel zu tun? Du sag schon mal. Piet, nun unterbrich ihn doch nicht andauernd. Lass ihn erst mal erzählen und seine Erzählung zu Ende bringen. Irgendwie werden wir das noch mitbekommen, was da jetzt mit der Geschichte zu tun hat. Genau, Anna, danke, danke. Weißt du übrigens, wer mit auf diesem Schiff war? Ich kenne ihn alle. Nein, es war nicht Brad Pitt. Nein, es war Paulus. Paulus, der hat so viel von Jesus erzählt. Der war mit auf diesem Schiff. Und wisst ihr was? Der war gefangen. Man hatte ihn gebunden, festgebunden. Und unten im Schiff lag er. Meinst du den Paulus, von dem wir so viel schon gehört haben? Das ist ja schon ein Zufall, dass der mit deinem Vetter Karl auf einem Schiff war. Aber jetzt, was ist denn weiter passiert? Also sind die jetzt untergegangen, Karl und die Mäuse und Paulus und was hat Gott gemacht? Ja, Piet, jetzt bist du doch gespannt, oder? Ja. Weißt du, was sie gemacht haben? Erzähl, wie soll ich das denn wissen? Ich war ja nicht da. Also ich bin auch noch nie übers Meer geflogen. Das ist mir viel zu gefährlich. Nachher geht mir die Puste aus und dann plups, ja. Bin ich im Wasser und schwimmen kann ich auch nicht. Nee, Papageien gehen nicht auf Schiffe und nicht aufs Meer. Wir sind lieber am Strand und lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Das Meer ist für uns Mäuse eigentlich auch nichts. Wir können auch nicht gut schwimmen. Und Karl, der hat mir erzählt, dass Paulus und ganz viele andere Männer mit auf diesem Schiff waren. Das waren übrigens, so weit kann ich gar nicht zählen, 270 oder so. Und dann haben die sich noch alle mal ganz satt gefressen, so wie Karl und seine Freunde das gemacht haben. Und wisst ihr, was sie dann gemacht haben? Erzähl. Die haben den leckeren Käse und das Getreide und alles, was an Bord war, über Bord geschmissen. Und wisst ihr, warum? Damit das Schiff ein bisschen höher lag. Und das passierte dann nämlich auch. Und jetzt liefen wir bei dem Sturm nicht mehr so viel Schiff ins Wasser, ins Schiff. Schiff ins Wasser natürlich nicht. Aber sonst wäre das vielleicht gleich untergegangen. Und dann wurde es auch noch Nacht, dunkel und sie konnten nichts mehr sehen. Und der Wind, der wurde immer schlimmer und dann haben sie einen Anker da nach unten gelassen, mitten in der Nacht. Sie konnten ja nicht sehen, wohin das Schiff treibt und die hatten Angst, dass das irgendwie an Felsen und krach kaputt. Uli, jetzt erzähl schon schneller, was denn jetzt haben die es geschafft, ich platze hier gleich vor Neugier. Am nächsten Morgen wurde es langsam heller, ist ja jeden Morgen so, oder? Sogar da. Und die Sonne ging auf und der Wind ließ auch ein bisschen nach. Und die Männer merkten, dass sie ganz nah an einer Bucht waren und dass es da nicht mehr so tief war. Und dann sind alle Männer, die schwimmen konnten, sind platsch über Bord und sind ganz schnell an Land gesprungen. Aber andere haben sich das nicht getraut, die konnten nämlich nicht schwimmen. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Nein. Die haben da Bretter, solche Planken oben vom Schiff losgehauen mit dem Hammer. Die haben die dann ins Wasser geschmissen und dann sind die hingesprungen ins Wasser und haben sich schnell an die Planken festgehalten. Die schwimmen nämlich. Und dann konnten sie mit diesen Planken, das war sowas ähnlich wie so ein Surfbrett, sind die dann mit ans Ufer geschwommen. Und dann waren die Männer und Paulus waren gerettet, aber jetzt dein Vetter und seine Freunde, sind die auch gerettet worden? Ja, das war ja nicht so ganz einfach, aber zum Glück ist der Karl ja mit mir verwandt und das ist ein kluges Köpfchen. Das hat er übrigens von mir, ganz bestimmt. Und dann sind die in eine Tonne gesprungen, eine leere Tonne, und dann haben die zugemacht, erstmal hingelegt und dann haben die so weit gekullert, dass sie ins Wasser geflogen ist. Und dann hat der Wind diese Tonne ans Ufer gespült. Und da haben die dann mit
Wieso steht sowas denn in der Bibel? Naja, das ist doch ganz klar, Piet. Gott hat die Männer beschützt. Der war bei Paulus dabei und hat auf ihn aufgepasst. Alle Menschen und alle Mäuse wurden gerettet. Denn Gott hatte noch viel vor mit ihnen, beziehungsweise mit Paulus. Der ist ja dann da, auch konnte er wieder von Jesus erzählen. Und was er dann noch alles gemacht hat, das kriegen wir bestimmt in den nächsten Kindergottesdienststunden dann mit. Oh, wenn die Kinder wieder hier sind? Ja, das wäre gut, ne? Ja, ich würde gerne noch mehr von Paulus hören. Passt bloß gut auf euch auf, Kinder, wenn ihr mit dem Schiff fahrt im Urlaub. Ja, genau, da muss man schon vorsichtig sein. Aber wir dürfen auch alle darauf vertrauen, dass Gott auch auf uns aufpasst. Immer, jeden Tag, egal ob wir in den Urlaub fahren oder nicht. Und Gott passt auch auf unsere Freunde auf und nicht nur auf die Menschen dort damals, sondern auch heute. Er ist auch für dich, Piet, und auch für dich, Uli, immer da. Hey, Anna und Uli, Piet, ich kenne da ein ganz, ganz tolles Gebet. Da sprechen wir immer in Hesepe im Kindergottesdienst. Soll ich euch das mal zeigen? Oh ja, das will ich lernen. Da kann man auch was miteinander sprechen. Da ist nämlich ein Satz, der wiederholt sich und der heißt, geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Können wir es mal probieren zusammen? Ja, die Kinder. Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Ja, und die Kinder können das jetzt auch immer mitsprechen. Wollen wir anfangen? Ja. Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich Angst. Ich bin ganz allein. Wer ist da, der mich tröstet? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal bin ich sehr traurig. Oft weiß ich nicht warum. Wer ist da, der mich in seinen Arm nimmt? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich mir das Gefühl, dass mich niemand leiden mag. Oft mag ich mich selbst nicht. Wer ist da, der mich versteht? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal bin ich feige. Ich traue mich nicht, den Mund aufzumachen. Ich habe nicht den Mut, das Rechte zu tun. Wer ist da, der mir hilft? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich Angst vor dem Sterben. Ich versuche mir das vorzustellen. Wer ist da, der mich in dieser Angst begleitet? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Er ist für mich da. Er hat mich lieb. Amen. Amen. Ah, das war schön. Uli, voll toll, dass du jetzt auch mal hier im Kindergottesdienst warst. Und vielleicht kommst du ja nach den Ferien wieder, wenn die Kinder auch wieder kommen. Und jetzt wünsche ich auf jeden Fall allen ganz schön tolle Ferien. Ja. Aber Anna, jetzt ist es ganz wichtig, dass wir den Segen zusammensprechen, weil das ist ja jetzt so das letzte Mal für lange Zeit und da brauchen wir ganz viel Segen von Gott. Mhm. Oh ja, ganz, ganz viel! Damit wir ganz, ganz viel Segen bekommen, schlage ich vor, dass wir noch das Lied immer und überall miteinander singen. Oh, das passt gut. Gott ist ja immer und überall da. Super, das kenne ich auch. Und danach sprechen wir ihn, ja? Gut. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott.
sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir. Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Das gilt für immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Immer. Gott segne uns. Gott segne uns. Er halte seine Hände über uns. Er halte seine Flügel über uns. Und gehe mit uns. Und gehe mit uns. Er halte seine Hände um uns herum. Er halte seine Pfoten um uns herum. Und beschütze uns. Und beschütze uns. Bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Amen. Amen. Tschüss, schöne Ferien. Tschüssi. Mach gut.